drapa jomba. On était donc dans deux bus différents et dans chaque bus on avait... Wir waren in zwei verschiedenen Bussen unterwegs mit je 20 Leuten. Dann hörten wir ein Krachen, als würde ein Kran zusammenbrechen. Hinter uns sahen wir eine Staubwolke. Dann wurde mir klar, dass meine Frau im Bus war. Ich zwängte mich durch die Menge hinter den Bus und da sah ich meine Frau am Boden liegen. Ich sah, dass sie atmete und stöhnte. Es tut mir weh. Guy und Joël Zeller wohnen in der wattländischen Gemeinde Matto in der Nähe von Yverdon-les-Bains. Zusammen schauen sie sich Bilder des Unfalls an. Puff. Der fatale Busunfall in Tansania ereignete sich am 24. Februar 2024. Joël kann sich bis heute nicht an den Unfalltag erinnern. Du warst in der letzten Reihe. Da hinten ist das Fenster, das zerbrochen war. Und sehr schnell haben dich die Leute rausgeholt und auf den Boden gelegt. Bei einem Lastwagen versagen die Bremsen, woraufhin der Chauffeur mit seinem Truck mehrere Fahrzeuge und Busse zusammenquetscht. 25 Menschen sterben. Im Bus von Joël Zeller befinden sich 20 Personen. 8 davon überleben. Der Bus war nur noch 5 Minuten vom Ziel entfernt. Im Rahmen ihres Masterstudiums besuchte sie zuvor die Maasai. Es war ein außergewöhnlicher Tag, an dem wir ein Volk trafen, das auch heute noch ganz anders lebt als wir. Wir saßen im Bus und redeten miteinander. Ich habe keine Erinnerungen mehr an mein Leiden. Aber was mich immer noch überrascht, das Erste, was ich zu meiner Mutter sagte, als sie mich in der Schweiz besuchte, war: Mama, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelitten. Im Spital in Arusha stellt sich heraus, Joël bricht sich zweimal das Becken und erleidet 12 Rippenbrüche auf beiden Seiten. Zudem ist Blut und Wasser in die Lungen eingedrungen. Für Guy ist erst einmal wichtig, dass Joël lebt. Bei Familie Zeller in Matto sprechen Guy und Joël heute das erste Mal seit dem Unfall mit der Ärztin Katrin Scheuerl. Sie lebt seit vielen Jahren mit ihrem Mann in Tansania. Auch an sie kann sich Joël nicht erinnern. Das ist ein ganz besonderer Moment, dich kennenzulernen. Vielen Dank. Ich habe Joël erklärt, was für ein Engel Sie gewesen sind. Es ist eine Gelegenheit, Ihnen zu danken für alles, was Sie für meine Frau getan haben. Ich habe nicht das Gefühl, etwas Besonderes getan zu haben. Ich wusste einfach, dass dies der richtige Ort und die richtige Zeit dafür ist und Gott all meine Bildung, meine Sprache, meine Geschichte dafür gebrauchen kann. Ja, der richtige Ort zur richtigen Zeit. Ich habe nicht das Gefühl, etwas gegeben zu haben. Ich war einfach im Element. Es ist so berührend, dich zu sehen. Als Katrin Scheuerl von diesem schweren Unfall in Arusha mit mehreren toten Menschen gehört hat, fährt sie sofort zum Krankenhaus, um ihre Dienste anzubieten. Das Krankenhaus hatte natürlich, weil so ein Chaos war, es waren 25 Tote und ich weiß nicht, wie viele Verletzte. Und hat gesagt, Leute, ich bin Ärztin und konnte natürlich in deren Landessprache sprechen, auf Kiswahili. Und hat gesagt, ich bin Ärztin, ich gehöre zu dem Team. Ich muss gucken, wer wo ist. Bitte lasst mich rein. Und haben die mich sofort reingelassen. Und da haben die festgestellt, dass sie beidseitige Rippenbrüche hatte und auf beiden Seiten Blut in dem Lungenraum war, wo eigentlich Luft und Lunge sein sollte. Und ich dachte nur, das ist ein Polytrauma, das ist eine so schwere Verletzung. Ich weiß nicht, ob die das in Tansania hinkriegen. Das geht schon mit der Hygiene los. Wenn da die Infektion reinkommt, dann dauert es 24 Stunden und dann sind die Keime da und machen eine, also eine Blutvergiftung. Und die ist zu 50% tödlich. Also das war mir eigentlich ganz schnell klar. Verlegung, so schnell wie es geht. Durch ihre Fachkenntnisse kann Katrin Scheuerl den Versicherungen in der Schweiz exakte Angaben machen und so die Verlegung in ein größeres Krankenhaus in Dar es Salaam und später in die Schweiz massiv beschleunigen. Zu sehen, wie sehr seine Frau leidet, macht Guy Zeller zu schaffen.
Mit den 12 gebrochenen Wirbeln, ihre Lunge schmerzte. Innerlich kämpfte ich und sagte, Herr, warum muss sie so viel leiden? Und dann hatte ich den Eindruck, dass Gott mir antwortete. Aber Guy, deine Frau leidet, weil sie lebt. Danke mir dafür. Wenn sie nicht leiden würde, wäre sie tot. Und tatsächlich veränderte diese Erkenntnis meine gesamte Perspektive. Und ich spürte einen immensen Frieden. Von Tansania aus wird Joelle Zeller nach ihrem schweren Unfall per Rega in die Schweiz geflogen. Guy Zeller ist voll Lob über die Professionalität der Rega-Crew. Die Vorbereitungen in Tansania auf den Flug waren alles andere als einfach. Auch ist nicht sicher, dass Joelle den Rückflug überlebt. In der Schweiz wird Joelle ins Universitätsspital Juif in Lausanne gebracht. Eines der besten Spitäler weltweit. Joelle wird erfolgreich operiert. An die Zeit hier kann sie sich wieder erinnern. Das Erste, woran ich mich erinnere, ist das Gesicht der Pflegefachfrau am Juif. Ich werde ihr Bild nie vergessen, sie sagte zu mir. Frau Zeller, wir freuen uns so, dass Sie aufgewacht sind. Wissen Sie, wo Sie sind? Ich sagte, ich habe keine Ahnung. Als ich ein paar Tage später hörte, dass es Todesfälle gegeben hatte und Fotos sah, da waren es meine Kinder, die zu mir sagten, Mama, 2-3 Tage lang warst du zwischen Leben und Tod. Da wurde mir klar, dass ich hätte sterben können. Vor dem Unfall liebte es Joelle zu joggen. Inmitten des Heilungsprozesses im Krankenhaus hat sie ein besonderes Erlebnis. Sie empfindet, als würde Jesus zu ihr sprechen. Und da hatte ich das Gefühl zu hören, Joelle, wir werden bald wieder zusammen joggen. Und dann habe ich dieses Versprechen genommen und daran geglaubt. Und ich habe definitiv das Wort bald gehört. Das war eine Lebenslektion für mich, denn mir war klar, man kann solche Versprechen bekommen. Doch es wird nicht einfach so vom Himmel fallen und alles ist gut. Ich muss meinen Teil dazu beitragen. Nach ihrem Spitalaufenthalt beginnt Joelle so bald als möglich mit der Physiotherapie. Begleitet wird sie dabei vom Therapeuten Chircheo Junior. Sie hatte einen schweren Unfall erlitten. Wir kennen ihre Geschichte gut. Ich sage ihr nun immer, dass sie zweimal feiern soll, ihren Geburtstag und ihre zweite Geburt. Was mich am meisten beeindruckt, ist ihre Fähigkeit, sich von Schwierigkeiten zu erholen. Wir hätten nicht geglaubt, dass sie sich so schnell erholt. Es beeindruckt mich, dass die Entwicklung so exponentiell verlaufen ist. Es war nicht linear, es war wirklich unglaublich. Ja, ich leide immer noch täglich mit jedem Atemzug. Das ist Teil der Realität. Es gab erstaunliche und superschnelle Fortschritte. Und jetzt sind wir eher auf einem Plateau. Und das muss ich akzeptieren. Joelle und Guy Zeller sind Teil der weltweiten Organisation Jugend mit einer Mission. Sie wurde vor 60 Jahren gegründet und ist in 200 Ländern tätig. In Yverdon-les-Bains sind Zellers und ihr Team besonders in der Jugendbewegung King's Kids tätig. Für die gesamte Organisation war es ein großer Schock. Die Mehrheit der 25 Menschen, die in Tansania starben, gehörten zu ihrer Gruppe. Es ist der größte Unfall, den wir jemals im Rahmen unserer Mission hatten. Die Nachricht verbreitete sich sehr schnell um die Welt. Menschen mobilisierten sich zum Gebet. Leute strömten nach Arusha, um die Überlebenden zu begleiten. Sogar die kleinsten Stationen auf den pazifischen Inseln wollten ihren Beitrag leisten. Joelle durchläuft einen Master in Pioneering Leadership, um Gesellschaften ganzheitlich zur Entfaltung zu bringen. Deswegen war sie in Tansania. Weshalb sie überlebt habe, andere nicht, darauf werde sie wohl nie eine befriedigende Antwort finden.
Heute Abend sind fast alle Kinder von Guy und Joel bei ihnen in Mato zu Besuch. Alle waren sie an einem Hochzeitsfest von Freunden, als der Unfall geschah. Mein Leben ohne meine Mutter war schwer vorstellbar. Wenn man an alles denkt, wo sie nicht mehr da wäre. Ich brach in Tränen aus. Meine Geschwister konnten mich wirklich trösten und unterstützen. Es bleibt ein Schock. Ich habe mich noch nicht ganz davon erholt. Wir erfuhren von immer mehr Personen, die gestorben sind. Die letzte Information, die wir hatten, war, dass sie am Leben war, aber wir wussten nicht, in welchem Zustand. Da hatte ich richtig Angst. Für mich, hier mit vier Generationen zu leben, sie alle so ganz nah bei mir zu haben, sie buchstäblich umarmen zu können, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Guy Zeller erzählt uns, er sei richtig müde von den letzten Monaten. Je suis un introverti. Da ich introvertiert bin, fällt es mir manchmal schwer, mich mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen und zu wissen, was ich fühle. Aber wenn ich Klavier spiele, ist es, als ob meine Gefühle durch meine Finger herausfließen. Ich singe gern, ich lobe gerne Gott und das ist für mich die beste Art, mein Herz auszuschütten, wenn es Leid gibt. Fragen helfen uns, an Selbstvertrauen zu gewinnen. Ich habe gelernt, mit Fragen zu leben. Für mich ist es eine meiner Prioritäten, Gott zu kennen. Und je besser ich ihn nun kenne, desto mehr weiß ich, dass ich mich auf ihn stützen und mit Zuversicht leben kann, auch in Dingen, die ich nicht verstehe. Am frühen Morgen treffen wir Joel Zeller nicht zu Hause an, sondern auf einem nahegelegenen Feld. Erst 6 Monate sind seit ihrem schweren Unfall vergangen. Als ich dieses Wort, dieses Versprechen erhalten habe, dass wir bald zusammen joggen werden, habe ich daran festgehalten. Auch dann, als ich wieder angefangen habe, Schritte zu machen. Ich versuchte zu laufen, doch nach 2 Schritten hat es so wehgetan, dass ich aufhören musste. Jesus ist für mich wie ein Freund, auch mein großer Bruder. Ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Zu wissen, dass er da ist, dass er mich hört, dass er mich begleitet, aber auch, dass er zu mir spricht, das ist es. Unberechenbares Leben, oh ja, sicher, das stimmt. Und zum Glück ist es so. Ich bin froh, nicht zu wissen, was passieren wird. Ich sage mir, ich bin bereit, den Tag zu leben, der vor mir liegt.